In Berlin 2014 und was wäre sie ohne Julian Stöckel? Julian, herzlich willkommen und du bist ja wieder in Berlin nach deiner ganzen Weltreise. Wo warst du jetzt überall? Ja, ich war ja eine Zeit lang war ich ja in Australien, habe ja ein bisschen Urlaub gemacht. Ich musste ja ein bisschen mich ausspannen, eine Entziehungskur machen. Die harten Drogen, der Alkohol, man hat es ja nicht mehr ausgehalten, diese ganzen Veranstaltungen. Man hat es ja bei Jenny Elvers gesehen, es führt irgendwann zum Elend. Ne? Man kann es nicht mehr, irgendwann geht es nicht mehr. Und jetzt war ich im Dschungelcamp, das war sehr schön. Und die größte Aufgabe war es ja auszuhalten mit den anderen. Das war ja viel schlimmer, die anderen zu ertragen. Man wird ja wahnsinnig, wird man. Wo er war, nachdem du wieder zurückgeflogen bist, bist du in Deutschland ausgestiegen und dann ging ja richtig der Stress komplett los, oder? Also jetzt, wo ich ja Weltstar bin, ist das ja alles anders. Früher konnte ich ja hier in Berlin einfach langlaufen, es war nichts Schlimmes. Heute gehe ich zu Edeka, kommt eine Frau zu mir und sagt so, jetzt weiß ich kann sie zuordnen, sie waren mein Liebling. Du kannst ja nirgendwo mehr hingehen. Alle schreien nach dir, alle wollen, kann ich ein Foto, kann ich dies, kann ich das. Und ich bin ja sonst da zum Anfassen. Ich bleibe ja Volksschauspielerin. Man kann mit mir reden. Ich fahre Bus, ich fahre Bahn, ich fahre Taxi. Mann, ich bin immer noch derselbe und das ist das Schöne. Berlin hat mich wieder, aber trotzdem Weltstar-Status habe ich mich nicht verändert. Julian, jetzt aber eine Frage. Du hast ja natürlich auch mit Essen zu tun. Das heißt, du hast ja im Dschungelcamp, gab es ja bestimmt auch mal eine Schweinshaxe oder irgendwas. Also das Schöne war ja, der Zuschauer denkt ja immer, ja, wir drehen das irgendwo in Neubrandenburg im letzten Wald. Und man denkt, geht abends, gehst ins Hotel und dann kriegst du eine Schweinshaxe, du kriegst nichts. Bohnen, Reis, Reis, Bohnen, Bohnen, Reis, Reis, Bohnen, Bohnen, Reis, Bohnen, Reis, Wasser, was wir uns selbst abkochen mussten. Das heißt, du hast pausenlang eine Ayurveda-Kur gemacht, musstest lauwarmes Wasser trinken, wo dir fast schlecht wird. Ne? Und dann hat unser Jochen Bendel, der ja zum Glück der Camp-Koch war, immer gekocht und dann gab es Bohnen und Reis und hast in den Teller geguckt und hast gedacht, ja, prima. Dann war das ja, sagen wir mal, das Promi-Dinner, wo du jetzt gerade in Düsseldorf warst und überall, dann war das ja eine richtige Erholung und das heißt, das war das Paradies. Also das Promi-Dinner war auf jeden Fall schön. Mein Tag, wo ich kochen musste, war natürlich am schlimmsten. Ich habe mir natürlich eine attraktive Kochhilfe besorgt, weil ich kann auch nicht kochen. Das hat mich ja verrückt gemacht. Ne? Aber bei mir hat man sehr gut gegessen und den Finaltag haben wir ja bei Mola gekocht. Das war auch sehr lustig, aber ich kann auch nicht verraten, wer gewonnen hat. Ich schätze einfach mal, dass ich gewonnen habe. Wann bist du heute Abend hierher gekommen? Hast jetzt die ersten drei Gänge hast du schon hinter dir. Wie hat es dir geschmeckt und wie warst du begeistert? Oder was würdest du als Koch, als richtiger gestandener Koch jetzt sagen? Also ich sag mal so, die Haute Cuisine ist ja eine Küche, die mir sehr gut gefällt. Das Einzige, was mich immer daran stört, dass die Portionen so klein sind, als würde ich irgendwie einen Marienkäfer zu mir nehmen. Ne? Also ich hätte den Hauptgang jetzt ungefähr 7-mal in der doppelten Version essen können. Es war absolut köstlich, auch die Vorspeise von Markus Semmler einfach ganz toll. Und ich bin ja eingeladen von Herrn Bauer, der mich ja bekniet hat zu kommen. Und da habe ich natürlich gedacht, naja gut, wenn es guten Wein gibt, naja. Und ich sitze ja auch bei Willy Wagner am Tisch, sensationelle Gespräche geführt. Also ich bin sehr glücklich und sehr froh, dass es heute so gutes Essen und Trinken gibt. Naja, die haben die Portion extra so klein gemacht, weil wenn du dir Thomas Bauer anguckst, der ist ja dann so richtig, aber so wolltest du ja nie aussehen, ne? Nein, das Tolle ist ja, ich habe ja im Dschungelcamp 9 Kilo abgenommen und habe jetzt wieder eine Topmodel-Figur. Ich kann jetzt wieder in Paris für Yves Saint Laurent alle laufen. Ich habe jetzt wieder eine Figur. Es ist wirklich eine Westbentaille. Ich kann mich wieder sehen lassen. Ich kann wieder auf die Straße. Es ist toll. Hast du denn schon mal hinter dir, gibt es ja wunderbare Schnäpse und Edelbrände. Hast du denn schon mal heute Abend was probiert? Also eigentlich bin ich ja nicht so eine Harte. Ich weiß zwar nur, die Harten kommen in den Garten, aber ich glaube, ich probiere erst nach dem letzten Gang nochmal einen Schnaps, bevor ich dann gar nicht mehr sprechen kann, weil ich ja wusste, ich muss mit BTV noch ein Interview machen und deswegen, wenn ich jetzt 30 Schnäpse getrunken hätte, dann hätte ich quasi gar nichts mehr sagen können und das wäre nicht vorteilhaft für euch gewesen. Meinst du, wir hätten dich dann singend erlebt oder das ganze Interview gesungen? Ich hätte gesungen, getanzt, wäre auf die Tische gesprungen und hätte quasi alles das gemacht, was man so von mir verlangt, aber was ich natürlich nicht immer bedienen kann, das geht natürlich nicht. Das heißt also, du hast jetzt die letzten Wochen richtig genossen, es war richtig eine Erholung, bist einmal um die Welt gefahren, warst in der Weltstadt Australien, in Melbourne,
Sydney, habt ihr denn irgendwas gesehen noch beim Dschungelcamp? Du bist ja mit abgesprungen, ne? Mit Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen mit dem Tandem. Und der oberste Produzent sagt, so, heute kommt eure Aufgabe, ihr springt aus dem Flugzeug. Ich habe gesagt, ja, machen wir kein Thema. Ne? Mole hat geschrien, alle, nein, ich springe nicht, um Gottes Willen. Oh! So, und ich habe gesagt, ich springe sofort. So, dann sind wir gesprungen und dann sind wir mit dem Dschungel gelandet. Ich war zwischen Bäumen und Büschen, dann hat der Ranger gesagt, gehen Sie jetzt da lang. Dann sind wir da lang gegangen, ja, und dann mussten wir das Camp suchen. Das war unsere große Aufgabe, ne? Und jetzt bin ich wieder da und ich bin auch ganz froh, dass ich wieder da bin. Julian, dann würde ich sagen, lass dir den letzten Gang noch schmecken. Ja. Und vielleicht kommst du hier zufälligerweise nochmal an der Kamera vorbei. Dann würden wir auch gerne mal wissen, wie es dir wieder der letzte Gang noch geschmecken hat. Und ja, dann sagst du uns einfach mal. Und dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend und schön, dass du heute hier warst. Das mache ich sehr gerne. Wenn ich BTV sehe, dann kriege ich ja fast immer schon stehende Nippel. Also ich komme da immer gerne. Ich mag das so mit euch. Ich bekomme gerne. Ich trinke noch 3 Schnäpse und dann komme ich zurück. Alles klar, danke erstmal.